Yo, was geht ab? Hier ist dein Style Coach Dennis und heute im Video geht es darum, warum sich deine Garderobe immer weiter verschlechtert und was du genau dagegen tun kannst. Das Leben ist nie im Stillzustand. Es geht meistens im Leben entweder auf oder es geht abwärts, wenn auch ganz, ganz leicht. Für die meisten Menschen auf der Welt geht es wahrscheinlich eher leicht abwärts. Man wird immer älter, man bewegt sich weniger, die Ernährung wird vielleicht schlechter, man sitzt immer mehr vorm Fernseher. Und es wird auch immer weiter und weiter runtergehen, leicht runtergehen, außer man entscheidet sich bewusst dagegen und man entscheidet sich bewusst etwas dafür zu tun, dass es nicht so ist. Und genauso ist es auch mit deiner Garderobe. Dein Stil wird ungefähr derselbe bleiben oder sich mit der Zeit sogar noch leicht verschlechtern, außer du entscheidest dich wirklich bewusst, was dagegen zu tun und das Ganze zu verändern. Die Abwärtsspirale deiner Garderobe sieht meist folgendermaßen aus, und zwar hast du gar keine coolen Outfits überhaupt am Anfang, mit denen du startest, sondern du ziehst dich bereits schlecht an. Du hast keine Ahnung, was dir wirklich steht, was dir nicht steht, was für deinen Körpertypen geeignet ist. Und so kaufst du dir zwar immer mal wieder Klamotten, wenn du irgendwo draußen bist, aber am Ende fügt es nichts deiner Garderobe zu, sondern es bleibt gleich oder verschlechtert das Ganze sogar. Mit der Zeit bist du immer unmotivierter und beschließt am Ende gar nichts mehr zu kaufen, weil sich sowieso nichts in deinem Leben ändert und alles am Ende gleich scheiße aussieht. Ab dem Punkt läufst du immer mit den alten Sachen wieder rum, ohne dir neue Sachen zu kaufen, und die Sachen, die bereits schlecht aussehen, werden immer älter und immer abgetragener und sehen dadurch noch um einiges schlechter aus. Es gibt einen amerikanischen Comedian namens Bill Burr, den ich sehr, sehr feiere. Also wenn ihr auf Comedian steht und auf Comedy, kann ich euch den auf jeden Fall nur empfehlen. Und der hat diesen Joke: Wenn du hübsch bist, dann ist es sehr, sehr einfach zu wissen, dass du hübsch bist, denn die Leute kommen immer wieder auf dich zu, seitdem du klein bist, und die sagen dir: Hey, du siehst wirklich gut aus. In der Highschool, das ist wie gesagt aus dem Amerikanischen übersetzt, geben dir Komplimente und sagen: Jo, du siehst voll gut aus. Und dann sagt er: Wenn du hässlich bist, und das ist das Schwierige, dann musst du das Ganze für dich selber herausfinden. Keiner wird zu dir kommen und sagen: Ey, yo, du bist hässlich. Und genauso ist es mit deinem Style. Wenn du vielleicht viele Komplimente bekommst für deinen Style, wenn die Leute immer wieder offen auf dich zukommen und sagen: Hey, mir gefällt deine Jacke, mir gefällt dein Outfit, dann weißt du, du hast coole Klamotten. Aber wenn die Leute nicht zu dir kommen und dir keine Komplimente machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher groß, dass dein Style noch nicht zu 100% on point ist. Und auch hier musst du die bewusste Entscheidung treffen, dass es so nicht weitergehen kann, also dass du wirklich fertig bist mit deinem alten Style, vielleicht auch mit deinem alten Leben und deiner alten Persona, die du bisher hattest, und dich bewusst entschließt, deinen Style und dich selber zu entwickeln und zu verändern. Und hier gebe ich dir die praktischen Punkte, wie du das Ganze änderst. Der erste Punkt ist: Verabschiede dich von deiner alten Garderobe und beschließe, dass du die Sachen, die du bisher getragen hast, nicht mehr so nachkaufen wirst, nicht mehr immer nur dasselbe kaufen wirst und auch die Sachen, die du bereits zu Hause hast, einfach nicht mehr tragen wirst, sondern dich ab jetzt mehr mit den Sachen beschäftigst und dir einfach einen cooleren Style zulegst. Das nächste ist: Beschäftige dich ein wenig mit dem Thema und beschäftige dich vor allen Dingen mit deinem Körpertypen. Also, wie bist du gebaut und welche Kleidung ist überhaupt passend speziell für dich, speziell für deinen Körper und speziell für die Art, wie du gebaut bist. Der nächste Punkt ist: Guck dir Outfits zur Inspiration an. Darauf bin ich in anderen Videos schon mal eingegangen, also mach dir wirklich einen Instagram-Account. Wenn du nicht schon einen hast, dann suche auf jeden Fall nach irgendwelchen Leuten, die öfter Outfits posten, like irgendwelche Modelabel und sorg dafür, dass dein Feed voll ist mit bestimmten Outfit-Inspirationen. Nachdem du ein bisschen Inspiration gesammelt hast, stell dir 3 neue Outfits zusammen, die dein neues Ich repräsentieren und die auch wirklich cool zu dir, zu deinem Körpertypen, zu deinem Hauttypen und so weiter passen. Warum 3 Outfits? In meinem Coaching ist es so, dass ich mit meinen Teilnehmern auch rausgehe und 3 Outfits zusammenstelle. Das eine ist ein Bad Boy Outfit. Das Ganze ist so ein bisschen für deine freche Seite gedacht, für deine abenteuerliche Seite, für Dates auch sehr gut geeignet beispielsweise oder wenn du Frauen kennenlernst. Das nächste ist das Karriere-Outfit, einfach weil du als Mann natürlich eine Karriere brauchst, irgendeine Art, wie du dein Geld verdienst, deine Brötchen verdienst, um für dich selber zu sorgen, vielleicht auch für deine Familie zu sorgen und dir bestimmte Dinge leisten zu können. Das dritte ist das Casual-Outfit, und das ist dazu gedacht, dass du einfach natürlich auch Freizeit brauchst, unabhängig von deiner abenteuerlustigen Seite, unabhängig von deinem Business, wo du reinhustelst. Brauchst du natürlich auch Zeit zum Entspannen, wo du mit Freunden zusammen bist, mit Familie zusammen bist, vielleicht irgendwas zockst, aber natürlich auch gut aussehen willst, wenn du vielleicht in ein Restaurant gehst in deiner Freizeit. Das sind so die 3 Archetypen der Männlichkeit für mich: das Bad Boy Outfit, das Karriere Outfit und das Casual Outfit. Und ich würde auch dir empfehlen, dir genau diese 3 Outfits zusammenzustellen, dass du einfach 3 coole,
passende, auf dich zugeschnittene Outfits hast. Das Ganze ist aber auch eher ein Prozess. Also du wirst natürlich viel herumexperimentieren müssen, wenn du beispielsweise auf Instagram Bilder siehst und dir die Outfits 1:1 nachkaufst, wirst du natürlich feststellen, hey, das sieht bei dem Model sehr, sehr gut aus, aber ich bin halt nicht das Model und ich habe vielleicht auch einen anderen Körper. Das sah auf den Bildern gut aus, bei mir sieht es nicht gut aus. Deswegen ist das Ganze natürlich auch ein Prozess. Was ich hier von dir aber möchte, ist, dass du dir immer, wenn du dir ein neues Outfit zusammengestellt hast, also wenn du halt wirklich die fertigen Outfits am Ende hast, dass du dir die Frage stellst, warum steht mir das? Warum genau steht mir dieses Outfit? Was ist der Unterschied zwischen dem Outfit, das mir steht, und dem Outfit, das mir nicht steht? Was genau sind die Feinheiten, die das Ganze unterscheiden, damit du auch wirklich langfristig ein Gespür dafür bekommst, warum das Ganze wirklich gut an dir aussieht, warum das Ganze dir steht, warum das andere dir nicht steht, damit du einfach diese Abwärtsspirale, von der wir vorher geredet haben, dass du dieser entkommen kannst und einfach eine Aufwärtsspirale mit deinem Stil kreieren kannst. Dass du nämlich auf einmal nicht mehr planlos bist, was dir steht, welchen Körpertypen du hast, sondern dass du auf einmal weißt, okay, das genau steht mir, und dass du deine Garderobe einfach langfristig immer weiter ausbauen und aufbauen kannst und alles, was du dir kaufst und dein ganzer Stil im Laufe der Jahre immer und immer und immer besser wird. Der nächste Tipp ist, hol dir Hilfe von einem Experten, also wenn du wirklich den Shortcut haben willst, was deinen Style angeht, wenn du keine Lust hast, beispielsweise dich auf Instagram zu sehr mit den Sachen zu beschäftigen, du solltest es auf jeden Fall machen, aber wenn du keine Lust hast, auf diese ganze Trial-and-Error-Phase, wo du einfach die ganze Zeit blind Klamotten kaufst, wenn du auch keine Lust hast, dich mit den Körpertypen zu beschäftigen, dann kann ich dir nur empfehlen, hol dir Hilfe von einem Experten, hol dir Hilfe von jemandem, der Erfahrung in sich selber hat, was Mode angeht, aber auch natürlich mit anderen Leuten, die er einkleidet. Und hier kann ich dir zum Ende noch des Videos mein Coaching ans Herz legen. Also wenn du wirklich keinen Bock hast auf deinen Style, wenn du aber auch wirklich eher weniger Lust hast, dich monatelang und vielleicht sogar jahrelang in das Thema reinzuarbeiten, und wenn du eher einen kleinen Quickfix willst, während des Coachings die Theorie und die Praxis direkt sehen möchtest, dann kannst du dich gerne bei mir bewerben, denn mit meinen Teilnehmern mache ich eben genau das. Wir gehen raus in eine 1:1-Session hier in Berlin. Wir suchen ihnen geile, auf sie abgestimmte Outfits raus, mit denen sie ihre Resultate im Leben komplett boosten, also was das Datingleben angeht, was die Karriere angeht und was allgemein das Zwischenmenschliche angeht, mit mehr Ansehen behandelt zu werden, mit mehr Respekt behandelt zu werden. Je nach Paket gibt es außerdem noch eine Fotosession mit dabei, sodass du deine Außendarstellung auch voll ausbauen kannst, also mit deinen Outfits noch komplett geile Porträts, amerikanische Porträts, Ganzkörperbilder, die du hochladen kannst auf Facebook, auf Instagram, die du für deine WhatsApp-Profilbilder benutzen kannst, aber die du natürlich auch fürs Online-Dating benutzen kannst. Also wenn du da endlich mal Resultate haben möchtest, wenn du da endlich mal Matches haben möchtest und Dates. Du kannst dich gerne unten bei mir bewerben. Du findest unten meine Website verlinkt. Dort findest du ein Kontaktformular, in das kannst du dich gerne eintragen mit Namen, mit Telefonnummer und mit einer kleinen Nachricht an mich. Ich lese mir das Ganze durch, melde mich innerhalb von ein paar Tagen bei dir zurück. Wir quatschen einmal kurz, wo du styletechnisch aktuell stehst, wo du styletechnisch hin möchtest und welche Resultate du genau in deinem Leben haben möchtest. Und wenn beides von beiden Seiten passt, sind wir vielleicht auch bald persönlich zusammen unterwegs. In diesem Sinne, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es das getan hat, gib mir gerne einen Daumen hoch, geh unten auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch keine neuen Videos mehr und bist immer als Erster informiert, sobald ein neues Video rauskommt. Ansonsten hoffe ich sehr, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.